Hallo, Tayo. Klicken Sie hier, um sich anzumelden. Rudi! Was machst du denn da? Ich habe alles fertig gepackt fürs Campen. Gepackt fürs Campen? Seht es euch an. Tada! Was ist das denn alles? Na, das ist doch ganz offensichtlich alles, was wir brauchen. Was? Das willst du alles mitnehmen? Natürlich. Das ist aber nur das Nötigste. Oh, Rogi, nein. Das werden wir mit Sicherheit alles überhaupt gar nicht brauchen. Was? Das werden wir sehr wohl brauchen. Nein, lass das hier. Nein, ich nehme es mit. Oh nein! Die kleinen Busse fahren campen. Nach der Arbeit fahren Tayo und Rogi zurück in die Garage. Ich habe heute viel zu früh angefangen und bin müde. Ich auch. Was für ein anstrengender Tag mit all dem Verkehr auf den Straßen. Lass uns ein wenig ausruhen. Okay. Das ist doch Windy. Windy! Guck mal, wer da ist. Das sind doch Tayo und Rogi. Was habt ihr so getrieben? Hallo? Wir haben uns lange nicht gesehen. Geht es dir gut soweit? Na klar. Nachdem ich die Welt bereist habe, war ich letzte Nacht noch campen am Flussufer. Campen? Echt? Ja, campen. Wow. Oh, sagt nicht, ihr wart noch nie in eurem Leben campen. Also was haben wir noch nie gemacht? Oh, Leute, campen macht so einen Spaß. Wirklich? Nachts, wenn man unterm Sternenhimmel schlummert, man den Insekten im Gras lauscht und alles um einen herum vergisst. Wow, ich will auch zum Campen. Ich auch, ich auch. Einmal campen und man ist für immer und ewig süchtig danach. Oh, ich muss leider weiter. Okay, dann, bis bald. Wo campe ich denn am besten heute Nacht? Wiedersehen, Windy. Hanna, Situ. Hallo, Kinder. Hallo, Kinder. Hanna, können wir auch mal zusammen campen gehen? Ja. Wie, campen? Ja, wir haben gerade Windy getroffen und er meinte, campen ist total toll. Ich will campen gehen, dürfen wir? Es tut mir wirklich leid, aber ich habe keine Zeit. Ich muss zu der Werkstatt raus aufs Land fahren. Ah, aber in der Nähe ist doch ein Campingplatz. Wie wär's, wenn wir morgen früh Feierabend machen und campen? Das könnte klappen. Wow, das ist so aufregend. Dann werden wir also wirklich morgen campen gehen? Ich leg sofort los und kümmere mich um alle Vorbereitungen. Was sollte ich als erstes einpacken? Die Kamera? Wir brauchen Sonnencreme. Rogi, hör auf! Die kleinen Busse haben Feierabend. Juhu! Morgen geht's endlich zum Campen! Hallo! Hi! Hey! Wo ist denn Rogi? Er meinte, er muss noch was erledigen und ist vorgefahren. Rogi! Was machst du denn da? Ich habe alles fertig gepackt fürs Campen. Gepackt fürs Campen? Seht es euch an! Tada! Was ist das denn alles? Na, das ist doch ganz offensichtlich alles, was wir brauchen. Was? Das willst du alles mitnehmen? Natürlich. Das ist aber nur das Nötigste. Oh, Rogi, nein. Das werden wir mit Sicherheit alles überhaupt gar nicht brauchen. Was? Das werden wir sehr wohl brauchen. Nein, lass das hier. Nein, ich nehme es mit. Habe ich euch nicht gesagt, dass ihr hier nicht rumspielen dürft? Entschuldigung. Wenn ihr morgen campen gehen wollt, dann räumt ihr hier lieber auf. Verstanden? Na klar. Alles nur wegen Rogi. Ich bin müde. Wenn Tayo mir nicht den Wagen weggenommen hätte, wäre das alles nicht passiert. Tayo und Rogi brauchen bis spät am Abend, um alles aufzuräumen. Am nächsten Tag machen sich die kleinen Busse auf den Weg zum Campingplatz. Was
klappert denn da so? Geht das auch etwas leiser? Aber das sind doch alles Sachen für uns zum Campen, Tayo. Tja, das ist alles unnützes Zeug. Was? Unnützes Zeug? Leute, streitet doch nicht. Ja, ihr wollt doch eure Zeit nicht mit Streitereien vergeuden. Kinder! Huh? Hallo! Huh? Titipo, hallo! Na, wohin fahrt ihr denn? Wir fahren jetzt zum Campen. Ja, das klingt nach Spaß. Tayo, Rogi, viel Spaß beim Campen. Ja. Was ist denn mit Tayo und Rogi los? Ist was passiert? Sie haben sich gestritten, als wir uns fürs Campen fertig gemacht haben. Weiß auch nicht, warum sie immer noch schlecht drauf sind. Tayo, der kleine Bus. Endlich erreichen die kleinen Busse und ihre Freunde den Campingplatz. Wow! Wahnsinn! Ihr könnt euch das Zelt aussuchen, das euch gefällt. Ich mag das hier am meisten. Ich mag das rote hier. Wow, das ist aber ein schönes Zelt mit den Blumen. Ich liebe es. Es passt zu dir, Hart. Wow, das hier ist meins. Was? Ich hab's zuerst gesagt. Was redest du da? Ich hab's zuerst gesagt. Nein, ich war zuerst. Kinder, wollt ihr die ganze Zeit streiten? Naja. Ihr zwei schlaft in dem Zelt da drüben. Was? Was? Du willst, dass ich mir mit Rogi ein Zelt teile? Auf gar keinen Fall. Ihr werdet euch vertragen und ein Zelt teilen. Verstanden? Hier ist es so eng. Geh du dahin. Geh du doch lieber dahin. Kinder, alle einmal rauskommen. Hä? Was ist los? Hannah und ich haben was Lustiges vorbereitet. Tada, eine Schatzsuche. Wow, das ist ja toll. Wir haben einige Schätze auf dem Campingplatz verteilt und ihr müsst sie finden. Viel Glück euch. Fertig, los. Wow. Wo denn nur? Vielleicht da? Ist es hier? Ja, wow, ich hab's gefunden. Wo könnte ein Schatz sein? Wow, ich hab auch einen. Ich hab auch einen gefunden. Hier ist etwas. Wo könnte der Schatz sein? Da ist er ja. Ich hab den Schatz. Nein, das ist meiner. Was hat er? Ist er okay? Ich denke, ich werde wohl Toto anrufen müssen. Aber was wird aus dem Campen? Kann ich dann noch heute hier schlafen? Deine Sicherheit steht an erster Stelle. Tut mir leid, aber wir werden hier nirgends einen neuen Reifen finden. Aber ich hatte mich doch so aufs Campen gefreut. Hannah, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einen Reifen zwischen Rogis Kram gesehen habe. Ach, wirklich? Ich denke, den können wir verwenden. So, ich bin fertig. Beweg dich mal. Oh, der passt perfekt. Da bin ich ja erleichtert. Hätte Rogi nicht so viel Kram mitgenommen, hätte ich jetzt nach Hause fahren müssen. Ich sollte mich bedanken. Rogi? Und du dachtest, alles wäre unnütz. Ich habe all das mitgebracht, weil ich wusste, dass sowas passieren könnte. Du hast ja keine Ahnung. Außer dem Reifen ist ja auch alles nutzlos. Dann gib mir meinen Reifen doch zurück. Was? Wie doof ist das denn? Kinder! Tayo und Rogi streiten schon wieder. Es ist abends und alle sind um das Lagerfeuer versammelt. Wow! Toll! Ich finde es so schön, dass wir hier alle zusammen beim Campen sind. Richtig? Ja! Ja. Dann sagt doch jetzt jeder mal, wie er sich fühlt. Ja, überlegt mal, wem ihr für was dankbar seid. Hannah, kann ich als Erster? Na klar.
Lani, danke für das, was du beim letzten Mal beim Spielplatz gemacht hast. Ich hatte Angst, die Rutsche allein hinunterzurutschen. Aber dann bist du mit mir gerutscht und jetzt habe ich keine Angst mehr. Dankeschön. Oh, Peanut, du hast mir doch auch schon mal geholfen, als ich mich verfahren habe. Das war so nett von dir. Wir sind eben immer füreinander da. Wie schön. Tayo und Rogi, möchtet ihr auch was sagen? Tatsächlich würde ich Rogi ganz gern etwas sagen. Rogi, ich möchte mich bedanken, dass du mir den Reifen gegeben hast. Und es tut mir leid, dass ich deine Dinge unnützes Zeug genannt habe. Ja, das ist schon okay. Tut mir leid, dass ich vorhin sauer war. Eigentlich hatte ich mich vor allem darauf gefreut, mit dir gemeinsam zum ersten Mal campen zu fahren. Ich war total aufgeregt deswegen. Ich auch, Rogi. Wir dürfen einfach nie mehr streiten, okay? Genau, wir sind doch Freunde. Rogi. Tayo. Es ist spät geworden am Lagerfeuer. Ich freue mich so, dass wir uns ein Zelt teilen, Rogi. Ich mich auch. Lass uns einfach die ganze Nacht durchquatschen. Okay. Wow. Glühwürmchen. Hey Leute, kommt schnell raus. Wow. Das sieht so schön aus. Ja, wahnsinnig schön. Wow. Nach dem Campingausflug sind die kleinen Busse noch bessere Freunde als zuvor.